Hallo, herzlich willkommen zu Franzis Küchenwelt. Ich möchte mit euch heute einen schnellen Apfelkuchen mit Blätterteig machen und wir fangen auch gleich an. Ihr braucht etwa 6 bis 10 Äpfel, 2 Blätterteig, Zimt und Zucker für Zimtzucker und ein bisschen Zitronensaft. Des Weiteren braucht ihr 2 Eier, 5 bis 6 Esslöffel Milch, 1 Esslöffel Zucker, eine Packung Vanillepuddingpulver. Und wenn ihr möchtet, noch ein paar Rosinen. Als erstes nimmt man die Äpfel, wäscht sie. Wenn man möchte, schält man sie. Dann entkernt man sie und schneidet sie in kleine Stücke. Ob das dann Würfel oder Scheiben sind oder ob ihr das Ganze kurz in einen Mixer gebt, es aber nicht zu klein mixt, ist eure Entscheidung. Dann gebt ihr den Zitronensaft über die Äpfel und stellt das Ganze kurz zur Seite. Als nächstes nehmt ihr jetzt die Eier, den Vanillepudding, die Milch und den Zucker und rührt das Ganze zusammen. Wenn das Ganze dann eine glatte Flüssigkeit ist, stellt ihr das ebenfalls zur Seite und nehmt eine Auflaufform. Die pinselt ihr einfach mit etwas Butter aus und dann legt ihr den Blätterteig rein. Sollte der zu groß sein, könnt ihr den mit einem Messer einfach zuschneiden. Dann gebt ihr die Äpfel rein, mischt den anderen Zucker mit dem Zimt und gebt den Zimtzucker dann über die Äpfel, ebenso wie die Mischung aus Ei, Vanillepudding, Milch und Zucker. Dann nehmt ihr den zweiten Blätterteig, legt ihn drauf. Zum Schluss legt ihr jetzt den zweiten Blätterteig drauf, schneidet den auf die Auflaufform zu und klappt die Ränder des ersten Blätterteigs ein bisschen ein und dann drückt ihr den Rand zusammen, sodass das Ganze gut verschlossen ist. Das könnt ihr entweder mit einer Gabel machen oder auch einfach mit den Fingern. Als nächstes schneidet ihr jetzt noch ein kleines Loch in den Deckel, damit der Dampf raus kann und euch der Blätterteig nicht aufreißt. Und dann streicht ihr den Blätterteig obenauf noch mit etwas Wasser ein, bevor ihr das Ganze in den auf 200 Grad Ober-Unterhitze vorgeheizten Backofen reinschiebt und für circa 20 Minuten backen lasst. Wenn der Apfelkuchen dann fertig ist, nehmt ihr ihn raus, könnt zum Beispiel noch etwas Puderzucker darauf geben und das Ganze servieren. Das war's zu dem Kuchen. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Und wenn ihr das Ganze jetzt nachbacken möchtet, findet ihr das Rezept auf meinem Blog rezeptdeck.blogspot.de. Der Link ist auch unten in der Infobox.
Und mich persönlich würde es interessieren, wie euch das Ganze geschmeckt hat, beziehungsweise was habt ihr vielleicht ein bisschen anders da gemacht. Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare oder auch Social Media technisch. Ich würde mich unglaublich darüber freuen. Und ansonsten habe ich euch nur noch das Video von letztens, den Birnenpunsch, hier verlinkt. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao!